Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört und wir waren in der Mine und endlich mal im 10. Stock. Ja, es war eine gute, das war ein gutes Feeling, was ich da bekomme. Wir haben Lederschuhe bekommen, die extrem stylisch aussehen, meiner Meinung nach. Die sind schon cool, oder? Oh, warte, wir können eigentlich den oberen Weg nehmen, da sind wir sogar schneller da, glaube ich. Und, ja, ich dachte, also wir haben am Ende extrem viel Glück gehabt, aber schaut euch das einfach selber an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder nach Hause und ab in die Koje. Und vielleicht ist ja bald mal der Hühnerstall fertig. Wer weiß. Ich hoffe es. Sonst, naja, was soll ich sagen. Sonst wird das ewig dauern. So, ich weiß jetzt nicht, ob's... Die arbeitet da ja immer noch. Okay, Props an sie aber dann. Und ab ins Bett. JJ wartet schon. Ja. Hofbuch aktualisiert. Let's go. War ich Blackscreen? Okay. Plus 5 LP. Neues Herstellungsrezept. Robuster Ring. Neues Herstellungsrezept. Käfersteak. Oh. Maybe machen wir uns mal Käfersteak. Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Oh. Habe ich ein bisschen zu viel, habe ich ein bisschen zu viel gedingst, ein bisschen zu viel gegraben. Tiere aufziehen, let's go. Also ist anscheinend unser Dings fertig. Und tiefer in der Mine, sieht so aus, als würde dir der Lift in der Mine immer noch funktionieren. Hm. Also hat das nicht geholfen, wir haben dafür nichts bekommen. Na super. Oh, der ist fertig, wirklich. Uiuiui. Aber erstmal Wetterbericht. Willkommen bei Kurze Five, deine Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersagen für morgen. Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Guck mal, ich double-time das Ganze schon. So oft lese ich das vor, okay? Len, das ist so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Ich sage dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie unauffällig zurück. Ich zahle gut. Danke. Lebe es. Das muss ja nicht peinlich sein. Meint der Lila? Lila ist eine coole Farbe. Ich trage selber sehr gerne Lila. Und ich meine, ich habe lila Haare. Also daher. Also dem bringen wir die Shorts gerne zurück, würde ich sagen. Ich weiß immer noch nicht, ob der Blumenkohl hier im Arsch ist oder ob er noch irgendwann mal wächst, aber naja, das werden wir dann sehen. Das werden wir dann irgendwann mitbekommen, wenn wir pleite sind. Was wir jetzt an sich schon sind. So. Dann gießen wir das Ganze schön. Ich fülle schon mal wieder auf. Und ich würde sagen, ich glaube, ja, den Topaz können wir Abigail schenken. Ich weiß immer noch nicht, ob sie die Regenbogenmuschel mag. Nicht, dass sie sowas sagt wie, was soll ich damit? Deswegen würde ich erstmal den Topaz schenken. So. Alles ist gegossen. Sehr schön. Was haben wir denn Neues gelernt zum Herstellen? Ah, den Ring, genau. Ja, nice. Dann gucken wir jetzt mal hier rein. Als ob der so riesig ist. Der ist ja wirklich größer als unser Haus. Okay, aber drin befindet sich noch nichts. Okay. Frage ist, wo kommen wir denn? Bestimmt von der Farm unten, oder? Bestimmt. Ich schätze mal. Also werden wir da mal Besuch abstatten. Vielleicht kriegen wir direkt einen Huhn zugeschenkt. Din, 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 din. Wo soll der eigentlich seine Shorts verloren haben? Hm. Da ist es wieder, Willi mit den Fischen. Gesucht Schleimjäger zum Erlegen von 6 grünen Schleim in der örtlichen Mine. Ja, das ist nicht, das ist eine gute Sache. Shorts. Er bittet dich darauf, die zurückzubringen. Unauffällig. Okay, tiefer in der Mine. Das war jetzt genau das. Erlege Monster. 2 Tage Zeit dafür? Das können wir direkt machen, oder? Was sagt ihr? Machen wir das direkt? Ich denke schon. Lass mal auf die Zeit achten. Mein Mikrofonarm ist genau auf der Zeit gerade. Deswegen muss ich immer zu hoch gucken. Das ist ein bisschen blöd. So. Da würde ich mal behaupten, machen wir das mal, ne? 6 Stück, das sollte nicht schwer sein. Also je nachdem, aber wenn wir heute 3 machen und morgen 3, dann klappt das ja auch. Ist ja nicht so, dass es auf einem Tag begrenzt ist. Und der Opi will springen. Nein, springe ich.
Weil die 350, die nehme ich gern mit. So, komm. Hier ist es normalerweise irgendwo immer in der Ecke oben. Ja. Das nehme ich immer mit. Das muss immer mitgenommen werden. Nach dem letzten Fund. Shit. Ich liebe die Musik hier drin wirklich. Das ist aber ein... Warte, das ist ein gelber Slime. Hey, von denen hat niemand gesprochen, oder? Machen die mehr Schaden? Die halten mehr aus, auf jeden Fall. Zählen die auch zu grünen Schleims eigentlich? Oder heißen die nochmal anders? Lass mich mal nachgucken. Zwei. Oh, wir haben sogar. Okay, dann war der andere hat auch als grüner Slime gezählt. Okay. Oder stand da einfach nur Slime in der Nachricht? Kann natürlich auch sein. So, komm schon. Komm schon, Eingang. Mach nicht diesen jetzt. Da ist er. Schön. Oh, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich unten auf die Taskleiste geguckt habe. Man kann eigentlich auch Spam einfach. Guck, dann kommt er uns, an uns gar nicht ran. Außer er macht den Dodge-Move. Dann schon. Muss nämlich mal gucken, wo das Schwert ist, genau. Wir müssen auf jeden Fall auf unser Leben achten. Wir haben den perfekt in der Ecke gerade. Let's go! Okay, da hinten steht mein letzter. Mein letzter, den ich töten werde. Ey, falsche Richtung. Wo schlage ich denn hin? So. Das dürfte der letzte gewesen sein, oder? Ja, rede mit Levis. Ah, nee, warte, falsches. Oder? Nee. Das war tatsächlich von Levis eine Aufgabe. Ich habe gedacht, es wäre von den Burschen eine Aufgabe gewesen. Ich wusste nicht, dass Levis sowas macht. Levis wollte sich bestimmt nur an den Rechten, weil der, weil die ihre, seine pinken oder lilanen Shorts geklaut haben. So ein Schlinge, aber. So. Dann gehe ich mal wieder hoch, ne? Mehr wollte ich jetzt in der Mine eigentlich auch gar nicht machen. Mine verlassen? Ja. Gerne doch. Ich würde sagen, wir trinken mal ein bisschen Soda. Wenn wir es schon mal haben, ne? Das bringt echt nicht viel eigentlich. Naja. Ist ja auch egal, ne? Haben sie jetzt gekauft und dann möchte ich sie auch verschwenden. Der muss sie schon verschwendet werden. Und noch eine Würzbeere hinterher. Wenn man die vielleicht hätte erst essen sollen, aber naja. Selbst die bringt halt mehr als Soda. Und die wachsen ja einfach. Ist Cola eigentlich, genau. Nicht Soda. So, let's go. Dann würde ich mal zu Levis gehen und dem ganzen, dem Jungen erstmal einen Besuch abstatten. Dann sagt er bestimmt sowas wie, hey, hast du meine Shorts schon gefunden? Nee, ich habe Slime getötet. Ach, scheiße. Mann. Aber meine Shorts wieder haben. So, ist der Junge zu Hause oder? Muss ich den jetzt erst suchen? Ach, nee. Levis, wo hältst du dich auf? Ich hoffe, der hält sich nicht irgendwo im Nirgendwo auf. Aber so wie es aussieht, sucht er wohl selber auch danach. Und wieder mal eine zerbrochene CD. Warum nehmen wir die denn überhaupt mit? Naja. So, hier wollte ich mal vorbeigucken jetzt. Genau. Erstmal hier ist Levis schon, das ist gut. Allein, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Ich weiß, dass es ziemlich schwer sein kann, diese klebrigen Schleim aus der Kleidung zu kriegen. Ich habe definitiv eine gute Paar Hosen beim Versuch, diese Krümmer zu fassen, ruiniert. Ich hoffe, ich erinnere mich dran, wie Vater wütend geworden ist, als ich schokoladenbraunen Schleim an meinen brandneuen Stoffhosen kleben hatte.
Sus. Naja, egal. Viel Spaß mit der Belohnung. Danke, I guess. Das war ziemlich sus, die letzte Line. Naja. Tierbedarf. Okay, da müssen wir auch irgendwann kaufen. Okay, das wird auch ein bisschen aufwendig. Aber wir können uns Hühner kaufen. Frage ist, wie viele? Wir können anscheinend nur eins kaufen. Oder? Oh, wir können dem ganzen Namen geben. Wie wär's mit... Ach Gott. Ich hab keinen Namen. Ich lass ihn Lolli nennen. Sehr schön. Ich sende die kleine Lolli sofort in ihr neues Zuhause. Das ist ein guter Name. Siehst du. So, Tierbedarf kaufen würde ich dann auch noch gerne. Oder brauchen wir das schon? Alles einmal Heu. Und unser Inventar ist scheiße voll, fällt mir gerade auf. Gottes Willen. Jetzt mal was verkaufen gehen oder so. Ja, ich bin stolzer Besitzer eines Huhns geworden. Ich weiß. Hat nie jemand erwartet von mir. Gemeinschaftszentrum? Ah, da können wir uns die Teile angucken. Okay. So, den Topaz schenken wir jetzt Abigail erstmal. Soweit wir das können. Weil ich weiß nicht, ob wir schon zwei diese Woche erreicht haben. Aber ich denke nicht. Oh, Mittwoch Ruhetag. Ja, nevermind dann. Dann machen wir das den nächsten Tag. So, was können wir noch machen? Geoden aufbrechen können wir noch schnell. Der Eisshop hat gar nicht auf. Haben die auch am Mittwoch Ruhetag? Was ist denn los hier? Bei denen ist Mittwoch einfach wie Sonntag. Geode aufbrechen, let's go. Oh, nochmal ein zwergischer Helm. Oh, nein, ist das ein Smaragd? Versteinerter Schleim, achso, okay. Ihr habt mich gerade fast dran gehabt mit einem Smaragd. Ich finde Smaragd ultra schön. Aber ich glaube, der würde mehr glänzen. Oh, da ist Abigail. Da können wir den ja auch direkt den Topaz spenden. Schön. Hey, Abigail. Hey, wir hatten letzte Nacht etwas von dir zum Abendessen. Harz. Ich schätze, es war schon schlecht, aber mein Vater wollte es nicht wegwerfen. Unglücklicherweise hat es geschmeckt wie Müll. Oh. Es ist aber auch Harz gewesen. Man kann Harz nicht essen. Da frontet sie mich einfach weg. Naja, dann nimm Topaz. Als Entschuldigung. Gut. Was können wir mit dem Rest noch machen, was wir mit haben? Nicht viel. Der meiste Stuff ist Müll. Glaube ich zumindest. Oder das ist vielleicht ein Schatz zwischen. Vielleicht ist Slime auf einmal mega, mega krass. So. Ich würde mal dem, der guten Loli, oder Lolli, weiß ich nicht, wie ich sie aussprechen soll, einen Besuch abstatten. Wir haben unser erstes Huhn ja jetzt und schon ganz cool. Hat schon was. Schade, dass in dem Bereich immer gar keine Musik kommt. Und hier auch irgendwie nie. Außer morgens. Morgen. Och, wie klein, wie süß. Ah. Das ist ja süß. Ein Monat, Baby. Ah. Oh. Lodi scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Es ist eine merkwürdige neue Welt. Glaube ich. Nein, nie verkaufen. Na, bloß nicht. Arme Loli. Ist schon cute. Aber was können wir mit dem Heu machen? War das hier ein Werfen oder so? Anscheinend nicht. Hier reinmachen? Nö, ist anscheinend noch voll. Okay. Dann mache ich mir mal keine Sorgen. Schon ein süßes Ding, ne? Schon ein süßes Ding. So, Slime kann hier rein. Käferfleisch, zerbrochene CD. Das behalten wir mal. Kupfererz. Blume. Holz. Stein. Grünalge. Kohle. Und ja, dann ist unser Inventar erstmal wieder ein bisschen entleert. Ich überlege gerade, ob wir den zwergischen Helm auch verkaufen können irgendwo.
Aber ich wüsste halt nicht wo. Das ist halt das Problem. Wer würde das potenziell kaufen? Mit dem Arzt mal wieder reden. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Sagt der mit dem Schnäuzer. Ich habe schon wieder vergessen, dass Ruhetag ist. Ja, ich weiß nicht, wer es abkaufen würde. Weil Gunther nimmt ja immer nur eins. Und ansonsten... Naja. Vielleicht sind wieder ein paar Korallen da in der Zeit. Sorry für den Rülpser. Für den innerlichen. Was geht hier so? Ich bin für den Klang des Meeres gekommen. Wunderschön, nicht? Ja. Ich frage mich, was sie da gerade macht. Keine Ahnung. Naja. Werden wir es jemals herausfinden? Ich glaube nicht. So. Dann gehen wir die eine Koralle bei Willi verkaufen. Damit hat er so viel Profit gemacht. Oh, er ist gerade selber am Fischen. Ah, wird das wohl nichts. Manche Fische kommen und gehen mit der Jahreszeit. Manche kommen nur bei Nacht oder nur im Regen raus. Hey, danke für den Tipp, aber ich werde jetzt mal in der Nacht fischen. Das ist eine gute Idee. Weil mal angeln wir so einen Anglerfisch, der mehrere tausend Meter im Meer ist. Oh. Nevermind. Jetzt aber. Oh. Von wegen, Willi. Gar kein Fisch ist hier. Die Wellengeräusche sind schon ganz schön, das stimmt. Ja, aber es wäre auch genauso schön, wenn man einen Fisch anbeißt. Und das ist zurzeit gerade nicht so. Oh, na, ein Treibholz. Willi verarscht mich hier komplett. Der holt alles raus und ich gar nichts. Jetzt aber. Na komm. Na. Let's go. Oh, ein Heilbutt. 56 cm. Das ist ein fettes Teil, Alter. Das ist ja legit schon fast so groß wie eine Katze. Oder es ist so groß wie eine Katze eigentlich. Schon fettes Teil. Okay. Holen wir mal noch ein paar Fische raus. Let's go. Jetzt möchte ich ja meinen Angler vor. Oh Gott, ist der schnell. Oh Gott. Alter. Kann mich verarschen. Der war viel zu schnell. Wäre da ein Blitzer gewesen, hätte der geblinkt. Na komm. Können wir übrigens mal darüber reden, dass Willi seine Angel einfach nur runterfallen lassen hat? Aber er kriegt anscheinend ja mehr als ich heraus. Ist ja nur ein Heilbutt bekommen. Ah ja, okay, dann geh schlafen, Willi. Alles klar. Er hat keinen Bock mehr. Na komm. Komm, jetzt noch einen fetten Fisch. Dann kann ich in Ruhe schlafen gehen. Ich sagte Fisch und nicht Seetang. Fisch. Wie kann das ähnlich klingen? Na komm schon. Let's go. Jetzt aber. Na, der ist ein bisschen hartnäckig, aber es geht. Ah. Na. Junger Mann. Nicht so. So aber. Und das ist noch ein Heilboot. Alles klar. Gut, dann gehe ich aber erstmal nach Hause wieder. Und lege mich schlafen. Und unser Ring ist echt gut. Schaut euch das mal an, wie viel Helligkeit der gibt. Das ist einfach so, wenn du so eine Smartwatch oder so hast. Oh. Oh. Der ist also aus den Mülltonnen. Oh! Grrr, die Waschbären sind wohl wieder unterwegs, diese Strolche. Ah, du kommst gerade rechtzeitig, Junge.
Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären für mich verjagen? Sie haben den ganzen, die haben es ganz schön durcheinander gebracht. Danke, und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nicht mehr zurückkommen. Machen wir das anscheinend. Ich war's. Es tut mir leid. Alles gut. Ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet werden, wenn ich sie nicht nehme. Hey, ist doch alles fein, ich habe doch nichts gesagt. Ich nehme doch gerne mehr selber was raus. Findest du, dass ich hier was Schlechtes mache? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre Schande, Essen wegzuwerfen. Ja, es ist illegal. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören von anderen Schmarotzen. Ja, ist schon okay. Danke, Len. Ich wusste, dass du es mit Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut dabei, wenn ich es mache und ich verletze niemanden. Naja, er hat recht. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nichts mehr im George Tonne rumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären für alle Mal verscheucht hast. Verseucht einfach. Naja. Warte. Oh, mach den Chat-Move. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in meinen Pelikan, in Pelikan hungern muss. Oh. Hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Aber tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Mariana-Soße rein. Komm schon, nimm ihn. Das ist ein cooler Move. Ehrenhaft. Naja. Gut, aber mit dieser guten Tat von Gus soll die Folge auch vorbei sein. Die ist schon eine Minute oder fast schon zwei Minuten länger, als ich sie eigentlich haben wollte. Aber naja, es war doch eine coole Sache, die derjenige da gemacht hat, der gute Gus. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!